Die Hauptstadt im Schnitzelfieber. Tag Berlin, lass die Schnitzeljagd beginnen. Olli und Markus auf großer Mission. Im Auftrag des guten Geschmacks sind sie auf der Suche nach dem besten Schnitzel der Hauptstadt. Keine leichte Aufgabe. Erste Station für die beiden. Das Restaurant Nolle in Berlin-Mitte. Rein, ich hab Hunger. Ja. Das Restaurant im Stil der 30er Jahre ist ein Stück Berliner Geschichte und wird im Internet gefeiert für seine Schnitzel. Hallo, moin. Dankeschön. Danke. Ich will auf jeden Fall einen Schnitzel haben und auch nicht einen Schnitzel Wiener Art, sondern ein richtiges Wiener Schnitzel, das heißt vom Kalb. Ich habe das hier entdeckt, Olli. Wiener? Wiener Kalbschnitzel paniert. Ja, 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 mit Preiselbeeren, Zitrone, Feldsalat. Echt? Und du ja. nimmst bestimmt mal wieder einen schönen Kartoffelsalat dazu, ne? So sieht's aus. Und? Ich nehme das Schweineschnitzel Jägerart. Mit Bratkartoffeln natürlich. Dankeschön. Dankeschön. Könnte ich denn gleich mal in die Küche schauen und mal gucken, wie das zubereitet wird? Gerne, kommen Sie mit. Das wäre super, danke. Bis gleich, Olli. Bis gleich. Chefkoch Andreas Petrick behauptet, unsere Wiener Schnitzel sind die besten. Wir nehmen natürlich ein ganz edles Stück, wir nehmen den Rücken. Okay. Habe ich dann also den Kalbsrücken, wir haben den pariert. Jawohl. Dann also den Kalbslachs. Ja, und da schneiden wir dann uns erstmal zwei schöne Scheiben runter. So, das klopfen wir dann erstmal. Jawohl. Das leicht plattiert. Wie machst du das denn mit der Würze? Würzt du dein Fleisch vorher oder hast du das schon in deiner Panade mit drin, die Würzung? Wir würzen das Fleisch vorher. Grundsätzlich ist auch richtig so. Genau, sehe ich genauso. Diese Zubereitung scheint sich länger hinzuziehen. Für Olli und Markus gibt sich der Küchenchef alle Mühe. So, Feldsalat, oben rechts in die Ecke, ist das richtig? Ja, genau. Alles klar. Perfekt. Wie viel hast du da immer, so eine Handvoll? Ja, eine gute Handvoll. Unsere Gäste sind immer hungrig. So. Dann haben wir hier einen Kartoffelsalat. Jawohl. Einen lauwarmen Kartoffelsalat angerichtet. Mach ich. So, den machst du einfach hier unten an der Ecke, gerne. Gut, das hätte ich auch schon mal. Du kannst mit den Schnitzeln kommen, wenn du willst. So, wir geben dazu dann noch Preiselbeeren dazu. Alles klar. Machen wir eine schöne Nocke Preiselbeeren. Ist ja nicht so sparsam, komm. Ja, dann machen wir so, noch. So, genau, weil Preiselbeeren okay. mag ich. Okay, super. Ob die Schnitzel den harten Kriterien der Ermittler standhalten. Wow. Dann wünsche ich Ihnen guten Appetit. Das sieht ja toll. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Dankeschön. Keine leichte Aufgabe, denn Olli und Markus' Gaumen sind so. Verwöhnt. Oh, ja, ein bisschen Salz. Und Männer? Und? Mmh, lecker. Schöne Süße, leichte Säure. Gut angemacht auf ja, jeden Fall. Finde ich auch. Definitiv. Passt auch wunderbar. Also dein Gericht ist doch ein bisschen besser als meins. Das Schnitzel ist sehr lecker, fehlt ein bisschen Salz. Die Soße, naja, es sind Dosenpilze. Ja. Von daher schmeckt man sofort, ist nicht so lecker. Und die Bratkartoffeln, ja, sind okay. Krieg ich noch ein Stück? Ausnahmsweise, komm. Ja, nicht, ja, so und dann ist aber auch gut gewesen ja, für okay. heute. Ne? Der Rest gehört mir jetzt. Der geht auf die Zunge, brauchst gar nicht kauen. Das Fazit der Schnitzelfahnder? Gespalten. Ist die Freundschaft gefährdet? Na, was meinst? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Kalbschnitzel war top. Passt ja alles wunderbar zusammen. Dein Schnitzel vielleicht, meins nicht so. Also das Schnitzel war sehr gut, ja. auf jeden Fall. Also es hat gut geschmeckt. Ja. Es war mir ein bisschen fad. Die Soße war halt, die Pilze aus der Dose, war auch nicht so nicht. Lecker. Und die Bratkartoffeln, ja, die waren auch nicht so 100%. Also bei mir ist es eine 3. Echt? Also ich muss sagen, 5. Dann lass uns auf eine 4 einigen, okay? Dann sind wir gut dabei. Ausnahmsweise. Okay? Okay. Alles klar. Dann eine 4. Dann lassen wir alles weitergehen. Klar. Gut. Gut. Puh, Beziehung gerettet. 4 goldene Schnitzel für das Restaurant. Bei ihren Ermittlungen sind die Schnitzeljäger auf ihr Navi angewiesen. So, Olli, ich habe mal mein schlaues Handy gefragt, wo es das nächste Schnitzelhaus gibt. Und? Ich habe nämlich Hunger. Schon wieder? Ja. Immer Hunger. Sophieneck, das ist hier in der Nähe, aber... Ach, scheiße. Falsche Richtung. Wir müssen ja, los, weiter. Na los. Nächste Station, das Sophieneck. Die Eckkneipe ist bekannt für gut bürgerliche Küche und besonders große Portionen. Das ist ja nett hier. Urig, urig. Guck mal, schön. Ja, da oh, unser Platz. Der ist genau richtig für uns. Wunderbar. Schön große Tischfläche. Da kommen große Teller hin mit großen Schnitzeln. Unsere Tester haben sich entschieden. Ah, Dank. Dankeschön. Danke. Danke. So, dann nehme ich auf jeden Fall das Schnitzel mit Bratkartoffel und den Champignons. Ja, ich nehme das mit den Erbsen auf jeden Fall. Bitte. Vorfreude bei den Testern. Genau. Ein idealer Durstlöser. Ob die Portionen auch den Hunger stillen? Das ist für mich, bitte. Dankeschön. Sehr schön. Alter Schwede, was eine Portion. Dankeschön.
Ja, die Portion ist schon mal. Eieieiei. So, gleich mal zu den Champignons. Das sind keine Dosen-Champignons, das sind schon mal frische Champignons. Das sieht man schon mal hundertprozentig. Ja? Mhm. Ja, klar. Also, ein bisschen fad, finde ich. Deshalb, ich brauche noch ein bisschen Salz. Ich glaube, du hast irgendwie so ein Salzding da irgendwie. Ich weiß nicht. Ich esse gern würzig, ja. Ja. Aber das ist nun wirklich ein bisschen aber fad. Aber zu würzig ist auch nicht gut. Ja. Ja, Mama. Da ist wenigstens Speck und Zwiebeln mit drin in den Bratkartoffeln, was ich auch ganz gerne mag. Ein bisschen matschig, oder? Ja. Ich schätze mal, dass die so viel verkaufen, dass die halt immer so ein bisschen was vorhalten. Trotzdem knackig oder knusprig, hast du gehört? Hier? Ja. Hör mal. Ja. Nicht zu trocken gebraten. Das Sophieneck, eine Schankwirtschaft mit Geschichte. Schon seit der Jahrhundertwende in Betrieb, wurde es 1986 neu eröffnet. Das Fazit unserer Tester? Ja, Markus. Voll gemampft, was? Alter Schwede, du. Ich aber auch. Ich würde sagen, solide Schnitzel, dafür gibt es solide 3 Punkte. Solide 3 Punkte, bin ich mit einverstanden. Alles klar. Lass uns mal weitergehen. Gut. Ja. 3 goldene Schnitzel bekommt das Sophieneck von unseren Spezialisten. Nächster Halt, die Schnitzelei. 1, 2, 3, Schnitzelei. Ja, flug's mal rein. Kurz mal auf die Karte gucken. Was gibt's denn? Wiener Schnitzel. Alles gut. Aber guck mal, das ist echt eine kleine Karte. Ist immer ein gutes Zeichen, wenn wenig draufsteht. Ne? Das ist wohl wahr. Schauen wir mal. Rein. Prima. Zack, zack, auf geht's. Ihr seid zu zweit? Ja, wir sind genau. Zu zweit und haben Hunger für 4. So, einmal nehmen bitte. Wunderbar. Dankeschön, das ist nett. Setzen uns gegenüber Olli, oder? Ja, würde ich sagen. Prima. So, Wiener Schnitzel hatten wir schon, Jägerschnitzel hatten wir heute schon. Guck mal, was ich hier entdeckt habe. Da gibt es einmal das bayerische Schnitzel oder das gesottene Schnitzel. Ich entscheide mich da mal ganz schnell für das gesottene Schnitzel, bevor du das wegschnappst. Drauf. Ich nehme das bayerische Schnitzel. Ja. Das klingt gut. Kannst du vielleicht den Chef in der Küche mal fragen, ob ich ihn so ein bisschen über die Schulter schauen kann klar, bei der Zubereitung? Fall. Frag mal, würde ich gern zugucken. Wer nach dem besten Schnitzel Berlins googelt, findet immer sie, die Schnitzelei. Eine Spezialität des Hauses, das gesottene Schnitzel vom Tafelspitz. Koch Markus gibt Instruktionen. Und jetzt müssen wir nur noch die Kruste einmal schön andrücken. Okay. Auf dem rundherum. Rundherum, dass es schön bedeckt ist von einer Seite mit Kruste. Vom Lammhüftschnitzel bis hin zum Austernpilzschnitzel. Das Restaurant ist für seine ungewöhnlichen Kreationen bekannt. Ich würde jetzt sagen, den Rest machst du jetzt alleine. Da will ich dir nicht mehr reinreden und reingreifen. Und du isst dann lecker mit deinem Kumpel. Ich werde jetzt wieder zum Kumpel gehen und dann warten wir einfach. Und wir freuen uns schon jetzt auf Essen. Es ist angerichtet. Tafelspitzschnitzel. So, einmal das Gesottene. Oh, super, vielen Dank. Oh, geil. Dankeschön. Ja, jetzt so gern, wa? Nicht schlecht. Aber meint sieht doch auch gut aus. Ja, na klar, wir probieren gegenseitig. Auf jeden Fall. Und da habe ich so eine weiße Kräutersoße, ist das so, wie es aussieht. Mhm. Mhm. Passt auch super dazu. Sehr lecker. Und ein Kartoffelpüree, was ich auch schon lange nicht mehr gegessen habe. Oh, auch der Kartoffelsalat. Gut. Lauwarm. So wie es sein soll. So wie es sein soll. Testschlemmen kann so schön sein. Das Fazit der Schnitzelfahnder? Hochzufrieden bin ich, definitiv. Also das Schnitzel war super lecker, es war super gewürzt. Ja. Die Soße, die ich dazu hatte, 1A. Der Kartoffelsalat war lauwarm, er hat ganz toll geschmeckt irgendwie. Und wie war dein Essen? War doch mein auch Essen gut, war super, das war das Gesottene vom Simmentaler Rind. Genau. Mit der Kruste drauf, das war mal Schnitzel ganz anders interpretiert. Also bin toller voll zufrieden. Laden, super zufrieden. Deshalb schließe ich mich dir an, 5 Punkte, gehen wir zum nächsten Laden. Alles klar. Zack. 5 goldene Schnitzel für dieses Restaurant. Doch satt sind die beiden längst noch nicht. Na Olli, 2-3 Mal rumlaufen, Schnitzel abtrainieren. Ja, ich würde sagen, schon, oder? Na los. Na los. Die nächste Etappe der Schnitzelfreunde, Schlögels Gaststube. Ich glaube, wir sind da, wa? Schlögels, Alt-Berliner Gaststätte. Das klingt doch ganz gut, oder? Ja, leicht versteckt im Hinterhof. Schauen wir mal rein. Hallo, moin. Moin, hi. Taschen. Wir sind zum Schnitzeltesten gekommen. Oh, da seid ihr. Kannst du uns da was anbieten? Ja, Schnitzel habe ich schöne da, ja. Was habt ihr denn euch vorgestellt? Ich habe Schnitzel mit Ei und Bratkartoffeln, das ist eigentlich unser Renner. Ja. Oder vielleicht nur Schnitzel mit Pommes? Ja, dann nehme ich ein Schnitzel mit Pommes und du? Ich nehme es mit Bratkartoffeln und Spiegelei. Ja. Hamburger Art sozusagen, ne? Ja, super, mach ich euch. Alexander Schlügel behauptet, sein Schnitzelrezept haut alle um. Und auch sonst spricht der Berliner Klartext. Ganz wichtig ist hier meine Hausordnung. Falls mir irgendjemand blöde kommt, der kriegt deinen Halt mit dem Knüppel vor den Sack. Nummer Ranans Schnitzel.
Was für ein Fleisch hast du denn da? Das ist ein Schweinerücken, so wie ich das sehe. Ja, genau. Schweinelachs, sagen wir. Das kommt aus der Region, aus Mecklenburg. Ja. Und das ist da, hat auf jeden Fall keine Weiterreise gehabt. Ja. Olli, arbeite mal ein bisschen flotter. Ich habe Hunger. Ja, sofort. Für die Schnitzel habe ich eine Schnitzelmaschine. Okay. Die hat mir extra aus Österreich kommen lassen. Oh, wenn schon, denn okay. Schon, wa? Das mal, würde ich mir gerne mal angucken. So, gucken wir, das machen wir erstmal einmal. Dann ist es schon mal ein bisschen platt und du kannst dann nachher die zweite Runde durchdrehen. Das ist ja klasse. Das spart ja auch viel Arbeit, ne? Mit der Klopperei und so. Ja, das ist und mit der Klopperei, das ist natürlich das Problem. Du machst hier alles kaputt. Ja, nicht und schlecht. So kann ich still und leise meine Schnitzel hier machen. Ja. Nimmst du gar kein Ei bei deiner Panade irgendwie oder was machst du? Nee, ich habe hier nur meine Mehl-, Salz- und Wassermischung. Okay. Und du wirst sehen, das wird richtig lecker sein. Dann lass ich mich mal überraschen. Du. Das, ja. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Dann spare ich mir das Rummi manchmal mit dem Ei. Ja. Und das schmeckt genauso. Ja, schauen wir gleich mal, was wird. Ja. Wunderbar. Panade ohne Ei? Das ist neu. Die Bratkartoffeln dagegen sind klassisch. Markus, wir hauen gleich die Schnitzel rein, unter anderem auch die Eier. Soll ich dir deine Eier umdrehen oder? Ja. Nee, das tut doch weh. Ach so, hast recht, alles klar. Mach Markus ruhig zwei Eier, du, der hat Hunger. Ja, 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 sonst kriege ich Ärger gleich. Ja, oder ich das? Zwei Eier rein und fertig, dann ist er ruhig für heute. Einmal das Schnitzel mit den Eiern, ja, und Bratkartoffeln. Danke. Und mit Pommes. Und vielen mit Dank. Pommes. Das sind ja amtliche Portionen. Brauchst du noch irgendwie Ketchup, Mayonnaise? Ein bisschen Mayo, wenn du hast. Das wäre super. Ja, okay. Und was zu trinken noch? Eine Cola? Ich nehme eine Cola. Ja, ich auch. Ja. Ja. Cola passt. Dann lass es schon mal schmecken. Vielen Dank. Ja, guten Appetit. Danke. Markus, schön. Hau rein. Das klassische deutsche Schweineschnitzel. Erstmal solo, ohne Zitrone. Ja. Es schmeckt echt gut, das ja. Schnitzel. Aber man kennt es ja eigentlich nur mit Ei-Panade. Ja. Und das schmeckt echt gut. Was sagst du deinen Bratkartoffeln? Super. Schön knusprig. So wie sein muss. Die Preis-Leistungs-Sache stimmt auch hier, Markus. Ja? 99 Standardangebot hier, also Dauerangebot. Wahnsinn. Und ich glaube 13,50 für deins mit Bratkartoffeln und Spiegelei. Das ist wirklich. Dann kannst du für Berlin-Mitte ja. Absolut nicht meckern. Zolli, wie fandest du das denn? Ich fand's okay, das war solide Hausmannskost, deshalb würde ich ihm gerne eine 4 geben. Okay, ich hatte ein kleines Problem mit dem Schnitzel. Ich habe mir das jetzt nicht getraut, es zu sagen, weil ich hatte Angst, dass er mir mit Nudelholz einen okay. Überbrät. Also ich fand es ein bisschen trocken, deshalb würde ich sagen eine 3. Ja, es war ein bisschen länger in der Pfanne, aber ich möchte, dass er eine 4 kriegt, weil wie gesagt, Preis-Leistung, Sauberkeit, passt alles. Okay. Deshalb eine 4. Dann kriegst du deine 4. Ja, gut. Lass uns weiter schauen. Jo. 4 goldene Schnitzel für die Panade ohne Ei aus der Alt-Berliner Gaststube. Keine Pause für unsere Fahnder. Es wartet schon die nächste Station, das Bötzo Privat. Ein Muss für alle Vintage-Fans. Pauli, Bötzo Privat. Lass uns da mal reingehen. Das Besondere im Bötzo? Regionale Bioprodukte. Unsere Tester rätseln über die Spezialität des Hauses. Olli, was meinst du? Was ist ein Bio-Apfelschwein? Das habe ich draußen im Vorbeischen gelesen. Vielleicht ist da auch ein Schwein mit einem Apfel drin. Weißt du? Schwein, Mund, Apfel. Apfel, Bio. Kann's haben. Hallo. Hallo. Grüß dich. Guten Tag. Das ist unsere Karte hier. Das ist klein, ja auch was aber Nettes. Fein. Ach, super. Gut. Und wie ich gehört habe, habt ihr gerade schon über das Apfelschwein geredet. Ja. Was hat das denn auf sich? Das ist einfach nur ein Schwein, was in der Natur lebt, also im Freien lebt und vorwiegend mit Äpfeln gefüttert wird. Ich glaube, das nehme ich da. Das Schnitzel wie eine Art. Kann ich auch nur empfehlen. Vom Apfelschwein. Das nehme ich auch. Gerne. Ja, allerdings. Allerdings mit mir nur Kartoffelsalate zureichen. Ja. Lauwarm. Das Bötzo Privat hat eine lange Geschichte als Berliner Künstler und Arbeiterlokal. Es sieht abgegriffen aus und alt, aber das ist, glaube ich, in der Ecke hier so ein bisschen trendy, so in die Richtung. Ja, also, ja. Wir gucken mal, wie das Essen genau. Ist. Genau. Ne? Seit 1898 im Familienbetrieb. Küchenchef Jonas Nowotny legt großen Wert auf frische Zutaten. Das Besondere ist einfach nur, dass wir es klassisch machen, dass es so schmeckt wie von Oma zu Hause. Mit klassischem Paniermehl, ganz normale Brötchen, klein geraspelt. Das Fleisch beziehen wir von Biometzgern aus der Umgebung, schön regional. Ein weiterer Pluspunkt sind die großen Portionen. Ob Olli und Markus das wohl noch schaffen? Da so, da ist mit Kartoffelsalat. Jawohl, super, vielen Dank. Und das mit Bratkartoffeln. Dankeschön. Lasst es euch schmecken, Männer. Danke dir. Dankeschön. Vielen Dank. Ui, aber schön. Guck mal, da kannst du eine Zeitung durchlesen. Ha? Was kannst du damit machen? Eine Zeitung durchlesen. So dünn geklopft. Mm. Und der Kartoffelsalat schmeckt mir auch sehr gut. Der ist so, wie er sein soll, mit Gurke und allem drum und dran. Lecker. Schmeckst du das Bio-Apfelschwein? Also den Apfel schmeckt man jetzt so nicht raus, aber es hat nicht so den, wie soll man das beschreiben, nicht so den intensiven Schnitzelgeschmack, wie man das so von dem konventionellen Schwein kennt. Ne? Ist ein bisschen, also ich finde,
blöd gesagt, aber es schmeckt ein bisschen milder, habe ich das Gefühl. Aber super gemacht, lecker. Auf die Völlerei folgt das Fazit. Ja, alter Mann, voll gefressen? Ja, gut. Ein bisschen. Was meinst du? Ich sag mal 4 Punkte. Also, Essen war super, wirklich lecker. Ja. Ich finde es halt ein bisschen renovierungsbedürftig da drin, aber anscheinend Vintage hier in Berlin. Ne? Das Essen war super. Bioqualität, ja, darf man nicht vergessen, muss man ihm hoch anrechnen. Ja. Aber ich schätze mal, das Konzept soll wohl so sein, ne, dass alles so ein bisschen abgegriffen aussieht. Gut. Aber 4 Punkte, ich bin einverstanden. Lass uns weitergehen. Für die volle Punktzahl muss eben alles stimmen. Olli und Markus verschlägt es an die East Side Gallery in Friedrichshain. Schnitzel Oberbaumbrücke. Das muss hier sein. Ne? Ist auch hier sein. Irgendwo. Also die Oberbaumbrücke ist auf jeden Fall da. Irgendwie. Da drüben, ne? Dann muss es da drüben sein. Letzte Station für heute. Scheers Schnitzel. Die Speisekarte ist eine echte Überraschung für die Schnitzelfreunde. Guck mal, Markus, hier gibt es auch mal Schnitzelbrötchen, mal was anderes. Es gibt natürlich auch richtige Schnitzel, auf Tellers angerichtet. Aber es gibt auch Schnitzelbrötchen. Ich würde gerne mal ein Schnitzelbrötchen heute essen. Auch auf jeden Fall. Zum Abschluss. Den Restaurantklassiker gibt es hier auch in der Fastfood-Variante. Inhaber Jakob Scheer weiß eben, was junge Berliner wollen. Was willst du? Ich nehme die Gärtnerin im Brötchen. Ich nehme Kompletti. Du nimmst doppelt. Ich nehme Kompletti doppelt. Kompletti doppelt, aber mit doppelt Käse, oder? Ja, auf jeden Fall. Und, ja, bei mir reicht einfach jetzt. Ich werde langsam. Klar, doppelt. Doppelt. Natürlich doppelt. Gerne. Und das geht bestimmt auch bei euch am meisten, die Brötchen, denke ich mal. Ne? Nee, wir verkaufen auch sehr viele Teller, aber ja, natürlich sind die Brötchen hier für die Leute, die einfach vorbeikommen und einen kleinen Snack brauchen, sehr begehrt. Du sag mal, kann ich die Schnitzel abarbeiten, die Brötchen? Wir haben kein Geld dabei. Oh, shit. Mist. Na, pass auf, dann gehst du jetzt mal ein paar Schnitzel für uns klopfen. Okay. Und dann ist gut. Alles, ich setze mich hin. Gut. Sehr schön. Komm mal mit. Viel Spaß. Du bist unser Schnitzelmaster. Ja, okay. Ja, mit dem werden unsere Schnitzel fachgerecht plattiert. Okay. Ja, das ist ein sehr schwieriger Vorgang. Das musst du wirklich eine 3-jährige Ausbildung für machen. Okay. Aber du kommst jetzt einfach jede Woche her und plattierst bei uns Schnitzel. Kriegst du das hin? Schaffst du das? Das krieg ich hin. Okay. Dann machst du jetzt die nächsten 500 Schnitzel. 500. Pro Los Tag. Geht's. Dreimal muss das Ding durch? Ja, bis es schön groß ist. Ja, ist okay so? Ja, sehr gut. Ja? Weißt du, was ich dann immer noch sage? Ja? Macht nichts, wenn es schnell geht. Okay. So, das letzte Schnitzel jetzt. Ich hoffe, es reicht. Ja, für heute reicht's. Ja, morgen okay? Muss dann wieder kommen. Dann ja, nehmen wir mal ein paar Schnitzel weg hier. Ja, okay. 300 Schnitzel gehen hier täglich über den Tresen. Darunter ungewöhnliche Kreationen wie Chili Cheese, Barbecue, Hähnchen und Gemüseschnitzel. Boah, Markus, das ist aber eine Ansage. Das ist meine. Vergiss es. So, nehmen wir die mit, essen die unterwegs? Auf jeden Fall. Hast du leider mal eine Serviette vor uns? Klar, ist da drüben. Lasst euch schmecken. Alles klar. Vielen Dank. Gut, danke. Also ganz schön mächtig. Aber es ist, glaube ich, geil, wenn man irgendwie von einer Party kommt, kurz bevor man nach Hause geht, ja, dann auch hingehen kurz an und so ein fettes Schnitzelbrötchen zu essen. Toller Laden, finde ich. Netter Besitzer, macht das alles wirklich toll. Preis-Leistung super. Also, kannst nicht meckern. Das ist auch eine super Idee mit den Brötchen, so einfach to go. Ja. Wir haben aber schon bessere Schnitzel gegessen. Yep. Also es war echt lecker, aber wir haben schon bessere Schnitzel. Yep. Deshalb würde ich sagen, 3 Punkte. Machen wir 3 Punkte. Das Ergebnis der Ermittler für Jakob Scheers Schnitzelbude. Doch wie sieht es nun aus? Das Gesamtfazit dieser Schnitzelreise. Ich finde, wir haben überall gute Schnitzel bekommen, oder? Schließe ich mir dir an, auf jeden Fall. Wir können uns absolut nicht beklagen. Definitiv. Platz 3 geht an Bötzo Privat. Das war leckeres Bio-Schwein. Platz 2 geht an Restaurant Nolle. Das war super da. Und vor allem das Ambiente, das hat mich richtig umgehauen. Und Platz 1 geht an die Schnitzelei. Da hat einfach alles gestimmt. So, und jetzt, gehen wir Olli, Eis essen. Eis essen? Du bist ja wahnsinnig. Komm, das passt noch rein. Aber machen wir. Los. Na, wenn's noch reinpasst. Bis bald, Jungs.